Hi Leute, willkommen zurück zu euren Mario Maker Levels, heute mit Triple Tree LP. Und zwar hat er jetzt ein schönes Level eingeschickt, das nennt sich Mad Baron. Ist ein geiler Name, ne? Ist ein echt geiler Name. So, dann wollen wir mal. Ich verstehe jetzt nicht, warum da Sabrinchen steht. Ich dachte immer, du wärst ein Kerle. Aber okay. Hier, das ist jetzt das Haus, da wohne ich. Das ist schön. Guck mal hier. Eins, zwei... Ach, guck mal einer an. Hier darf ich rein. Das wird gut. Okay. Hier ein bisschen Attacke geben. Und... Oh Gott. So, wo muss ich jetzt hin? Oh, okay. Das erklärt einiges. Wenn hier so ein Schiffchen ist, dann möchte ich das natürlich auch benutzen. Okay, dann wird es jetzt hier ein bisschen interessant. Okay. Läuft. Damit hätten wir das hier hinter uns gebracht. Okay, jetzt ist hier die Frage, wo muss ich lang? Ich guck mal, ob die... Ah, da geht's gar nicht durch. Das ist ja nett. Das heißt, hier müsste ich jetzt erst einmal unten durch. Ja, guck mal, mit Midway Point. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und das finde ich auch nett von dir, dass wir hier überhaupt einen Midway Point kriegen. Denn der Level, der ist schon etwas herausfordernder. Okay. Den muss ich drücken. Dann geht's hier durch. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt beeilen muss. Kann nämlich mal angehen. Ja. Sag ich doch. Okay. Das ging ganz gut. Hier holen wir uns nochmal die Blume ab. Ich zeige Ihnen Blumen. Katze in der Fensterbank. Du hattest mir ja sehr viele Level geschickt. Ich kann nicht versprechen, die jetzt alle sofort durchzuspielen. So, jetzt sind wir bei Nummer 3. 3! Schauen wir mal, was es hier so gibt. Hier ist... Oh mein Gott. Das ist auch gut. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da nicht irgendwie doch so durchkomme, ohne so einen großen Stress haben zu müssen. Obwohl, mit so einem Spender geht das eigentlich. Ah. Der Schrecken ist ja, dass man bei Bowser nicht einfach durchdamagen müssen kann. Sondern man muss den ganzen Fight tatsächlich immer mitmachen. Und das wird nicht einfacher, wenn Bowser dir auf dem Spender von Sonnenblumen rumeiert. Ja, das ist... Dann macht das Ganze ein bisschen anstrengender, gebe ich zu. Bäm, bäm, bäm. Bowser? Wolltest du mal ein bisschen Raum für Jesus lassen? Ah! So, jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt brauche ich nämlich die Blume. Aber er steht da herum. Oh Gott. Er ist schon ein Schweinepriester, ne? Jetzt ist er endlich weg. Ach, guck mal, der Sohnemann ist auch noch dabei. Gut, dass sie nicht beide gleichzeitig herumgeeiert sind. Okay. Okay. Das war schon mal schön. Danke nochmal für die Widmung. Danke, das ist Mario. Nicht Mario Party, das ist ja Mad Baron. Dann danke, dass dieses Level Mad Baron hieß. Sehr nett von dir. Dankeschön. So, du hattest noch sehr viele andere eingeschickt. Ich weiß nicht welche, aber es reicht vor allem... Könnt ihr euch ja mal merken, wenn ihr in Zukunft mir Level schickt, dann reicht es ja erstmal, wenn ihr mir eine ID einfach nur durchgebt. Sonst gucke ich einfach hier jedes Mal so, was alles noch da ist und was ich noch spielen könnte und so weiter und so fort. Ja, zum Beispiel gehe ich jetzt nämlich wieder chronologisch vor. Es sei denn, ihr habt unbedingt so Level, die ihr von mir noch gespielt haben wollt. Und dann ihr sagt so, macht es doch einfach, Maddie. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben. Das ist schön. Ach so, das ist ein... ja, jetzt... Ich hab's natürlich mal wieder verkackt hier. Ich glaube, das ist so ein automatischer Level. Dann lasse ich einfach mal geschehen. Heißt der auch Don't Move? Don't Touch. Okay. Don't Touch. Das wird interessant. Viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr. Und ich habe immer Angst, wenn da steht automatischer Level und es haben nur 30% aller Leute geschafft. Dann heißt das für mich meistens, dass irgendwo ein kleiner Fehler drin ist. Sodass man den nicht automatisch beenden kann. Okay. Komm, Attacke! Die Hämchenviecher da unten, die sind süß. Okay.
Yeah! Dass Baby Bowser, / Bowser Jr. auch so ein hässliches Lätzchen tragen muss, das weiß ich auch nicht warum. Das hat er nur, damit er sich nicht selber aufisst. Während er schon dabei ist, so richtig schön abzuschmatzen und dann... Passiert es eben manchmal, dass er selber sich ein Stück aus seinem Bauch rausbeißt. War aber ein schöner Level. Dieses Bild da oben in der Mitte, davon möchte ich mich ausdrücklich distanzieren. Zumindest heute. Okay. Schöner Level und weiter geht's. Mystery World. Das wird lustig, das sehe ich hier schon. Attacke. Okay. Oh, ja. Aber es ist nett von dir, dass du überall Blumen hinmachst. So dass ich auch schießen kann. Dann kann ich mich ein bisschen wehren, das ist gut. Okay. Komme ich hier unten durch? Ja. Sehr schön. Bringt es mir was? Ja, tot! Das ist jetzt die Frage, ob ich hier wirklich einen Gewinn durch habe. Höh, das ist böse platziert. Also wie soll man dem denn ausweichen? Oh Gott, nee. Das ging schneller als ich dachte. Okay. Dann schätze ich mal, dass ich jetzt hier oben drüber muss. Das ist schön gemacht hier. Also das mit Backtracking über die gleichen Gegner wieder zurück, das gefällt mir. Und auf geht's in die Röhre. Okay. Wieder mit Power-Up. Oh Gott. Das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken hier. Ich bin erschüttert. So, hier muss ich... Ah! Oh Gott. Wartet mal, Kinder. Jetzt bin ich gerade überfragt. Was war da denn jetzt passiert? Hä? Okay, dann machen wir alles nochmal. Aber du hast ja immer verschiedene Wege, die man durchs Level gehen kann. Dann machen wir das doch jetzt mal. Ich gehe einfach mal hier durch, weil das scheinbar so freundlich und fröhlich ist hier. Okay, nee, das ist nicht gut. Nein, bitte nicht loslassen. Den brauche ich bestimmt noch. Keine Ahnung, ich denke mal schon, dass ich den noch brauchen werde. Jawohl. So ist doch schön. Aha. Uah. Okay. Die Passage hier ist schon sehr böse. Jetzt warte ich auf den Goomba-Tod. Ja. Ich glaube, ich gehe lieber den anderen Weg. Also hier rum ist schon ein wenig schwierig. Upp, upp. Okay. Ah, mach doch mal die Stampfattacke. Stampfattacke ist auch so ein Wort, ne? Da amüsiere ich mich jedes Mal. Stampfattacke. Mach die Stampfattacke. So, Tante Jutta, gleich wird's groovy. Mach's mal die Stampfattacke. Wie soll man da eigentlich ohne Beschädigung durch? Ja, ist ja auch egal, man kriegt ja gleich hier so ein Power-Up. So. Und da kommt es. Runter damit. Und dieser freie Fall macht einen doch etwas nervös. Aber das ist so eine... Da muss man sich eben dran gewöhnen. Okay. Ich war sehr verwirrt, ob der Dinge, die da immer wieder erscheinen. Aber ich glaube, das ist für... Dafür, dass man es nicht exploiten kann. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hier lang müssen. Also ich kann ja theoretisch hier über alles drüber fliegen. Überall, wo du gedacht hast, man müsste wahrscheinlich irgendwas machen. Oh nee. Das ist etwas, was ich jetzt gar nicht möchte. Und dann noch mit... ach so, man kommt am Ende noch durch. Das ist gut. Ich meine, hätte das jetzt so ausgesehen, dass man da in den Tod gelaufen wäre, ohne es abwenden zu können. Ja, das wäre nicht so toll geworden. Ach, okay. Ich verstehe. Gut, jetzt sind wir so weit rechts wie möglich.
Das heißt, wir sind ungefähr da, wo die AfD ist. Oh Gott. Ja, okay, wie sollen wir das denn machen hier? So, ganz genau so. Na, tolle Wurst. Bringt es was, wenn ich da... Ach, hier sind wir jetzt. Schön. Hm. Gibt es da auch einen komfortableren Weg? Okay, da oben ist eine Röhre. Das heißt, wir müssen sowieso irgendwann nochmal da in die Unterwelt. Ach, ich merke gerade, das ist eigentlich die falsche Richtung. Da hätte man eigentlich andersrum machen müssen. Ja, okay. Naja, dann machen wir es eben nochmal. Obwohl ich eigentlich nicht den ganzen Part in diesem Level verbringen wollte. Und die Strategie hier einfach... Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was wir machen. Wir lassen uns erstmal von ein paar Goombas... Nee, nicht Goombas, sondern Koopas verprügeln. Ach, das habe ich ganz vergessen. LOL. Na gut. Nee, die Idee war eigentlich ganz anders. Die Idee war, sich hier eine Blume zu holen. Und dann einfach gar nichts mehr zu machen. Urlaub einzureichen und gar nicht mehr zu arbeiten. Ich bin zu hektisch, Kinder. Ich bin zu hektisch. So geht das natürlich nicht. Oh Gott. Ja. Nee. Ich habe was mitgebracht. Was denn? Toll, jetzt kann ich es vergessen. Ist ein schöner Level. Ich gucke mir einfach nochmal einen anderen an. Jo. Tada. Underwater Labyrinth. Ja, habe ich da jetzt gerade Lust zu? Ja, bestimmt. Das kann man mal versuchen. Los geht's. Attacke. Wui. Nee, also... Nein. Ich gebe ja gerne vielen Leveln eine Chance, aber da möchte ich von vornherein... Es geht um meinen Blutdruck. Super Mario's Level World. Das können wir uns noch geben. So, du hattest ja viele Level eingeschickt und müssen wir mal gucken, ob wir die in einem Part später alle nochmal machen. Kommt da oben was raus? Nee, natürlich nicht. Moin, moin. Oh Gott, hier ist es gefährlich. Oh. Ding Dong. Die Hexe ist tot. Und jetzt haben wir es hier geschafft. Ja gut. Dann gehen wir mal hier so durch. Hallo. Hammer, Bruder. Wie die alle ausgelöst werden. Tja. Ihr seid nette Menschen. Moin. Und dass man hier jedes Mal so eine Bossmusik kriegt, ist auch schön. Denn man muss ja auch irgendwie einen ziemlich schweren Fight in seinem Leben hier auch noch durchstehen. Das ist wichtig. Der Fight. Okay, jetzt haben wir noch eine Mütze. Mit Mütze ist das alles einfacher. Oh Gott. Lachhaft! Hoffentlich habe ich die Mütze nicht gebraucht. Ah! Okay. So ist gut. Jetzt muss ich mich gerade konzentrieren. Deswegen habe ich ein wenig geschwiegen, aber das ist, glaube ich, verständlich. Zeitweise muss man das halt machen. Okay, ja, ist egal hier. Moin! Okay, wie komme ich da jetzt oben hin? Ah! Na gut. Brauche ich den auch noch? Nee, ne? Aber hier brauche ich den. Oh, wie soll das denn gehen? Das ist schon schwieriger. Also das ist hier die heftige Variante. Attacke! Okay. Ja, klappt. Hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege, aber ich habe es irgendwie geschafft. Okay. Jetzt renne ich einfach mal nach rechts. Dann bringt mir dieses Power-Up mal gar nichts. Aber das ist ja auch nicht schlimm.
Ich weiß noch nicht mal, in welche Richtung ich muss. Ach, hier oben hin? Okay. Ja, ist lustig. Immer so ganz kleine Gimmickräume. Ja, so vom Design her ist das jetzt nicht hundertprozentig, ne? Aber ich glaube, das weißt du selber. Aber es sind zumindest richtig gute Ideen dabei. Und einfach Sachen, die man gerne spielt. Das ist, glaube ich, das Wichtige. So, jetzt haben wir hier einen Yoshi. Schöne Sache. Ach, dann können wir da rauf. Ah. Ich hatte schon gedacht, das ist ja irgendwie Lama Zock hier. Jawohl! Geschafft, geil! Supu. Supu! Ich bin glücklich. Mein Leben hat einen Sinn. Ich habe den Level geschafft. Sehr gut. Sehr fein. Supi. Und ich habe sogar noch einen Weltrekord gemacht. Meine Güte. So, dann würde ich sagen, ich möchte dich erstmal eine Runde vertrösten. Wir machen morgen mit einem anderen Part weiter. Aber die restlichen Level spielen wir auch noch. Allerdings nur nicht heute. Dann machen wir später. So, Leute. Dann würde ich sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss. Und danke nochmal für deine Level.